Wer einen Brief verschickt, kann sich eigentlich darauf verlassen, dass er am nächsten Tag oder spätestens am übernächsten Werktag auch ankommt. Dazu ist die Post sogar gesetzlich verpflichtet. Doch das klappt zurzeit nicht immer und überall. Bei der Bundesnetzagentur in Bonn häufen sich die Beschwerden. Die Beschwerden der Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch von Unternehmen gegenüber der Bundesnetzagentur haben sich in den letzten Wochen stark erhöht und zuletzt sogar verdoppelt. Die Post räumt diese Probleme auch ein. Waren es im September noch 5.000 Beschwerden, stieg die Zahl im Oktober auf 9.700. Die Post argumentiert, dass die Berichterstattung in den Medien einen Anstieg der Beschwerden zur Folge habe, weil immer mehr Bürger die Bundesnetzagentur als Beschwerdeinstanz wahrnehmen. Gleichzeitig räumt die Post Personalmangel ein und bekräftigt, bereits 3.000 neue Mitarbeiter eingestellt zu haben. Den Vorwurf, Mitarbeiter nicht wertzuschätzen, weist sie von sich. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser größtes Kapital. Die Deutsche Post bietet deshalb auch überdurchschnittlich gute Arbeitsbedingungen und Löhne. Arbeitnehmervertreter unterstellen der Post, mehr an ihre Aktionäre als an ihr Personal zu denken. Die Deutsche Post hat auf der einen Seite exorbitante Gewinne. Sie investiert aber zu wenig in Personal. Die Mitarbeiter fühlen sich zum Teil als Maschinen. Wenn sie mal krank werden, dann kommt es ganz, ganz schnell zu Krankengesprächen. Und das führt alles zu Druck. Und dann fühlen sie sich eben nicht wertgeschätzt. Um ihren Auftrag im Weihnachtsgeschäft erfüllen zu können, hat die Post erneut ihre Mitarbeiter in Vorstand und Verwaltung aufgerufen, freiwillig mitzuhelfen.